Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir gehen jetzt hoch. Ich will über meine Beförderung sprechen. Du hattest recht. Banditen haben Torgals Posten attackiert. Die Gerüchte hatten also einen wahren Kern. Das ist beunruhigend. Das Pack hat hoffentlich eine gehörige Abreibung bekommen. Ja, ihr Anführer lebt ebenfalls nicht mehr. Das ist genau die Antwort, die ich hören wollte. Nur wenn wir kein Erbarmen zeigen, lernen diese Hunde ihre Lektion. Angrim ist mit mir zufrieden. Ich bin überrascht. Normalerweise schiebt er einem zu schnellen Aufstieg den Riegel vor. Das heißt für mich, dass du ihn wirklich beeindruckt haben musst. Und das will was heißen. Cormac hat nichts dagegen. Ich habe schon gehört, dass du für ihn eine weite Strecke zurückgelegt hast. Auch wenn ich mir sicher bin, dass mir nicht schmeckt, was er mir bald unterbreiten wird, soll dies nicht deine Sorge sein. Du hast ihn überzeugt. Das gilt es festzuhalten. Wie hoch ist denn mein Level? Ich bin Level 22 erst. Scheiße. Okay. So. Gucken, was ich jetzt freischalten kann. Muss ich erstmal andere Aufgaben erledigen? Was kann ich denn da jetzt noch erledigen? Bring mir etwas bei. Was willst du? Ja. Nahkampf, kann ich nicht. Fernkampf, kann ich nicht. Ja, Angriff, na. Wuchtschlag. Erhöht den Schaden deiner Spezialattacke im Nahkampf mit jeder Stufe. Ja. Granaten. Gibt dir die Möglichkeit, einen speziellen Nahkampfangriff mit dem Jetpack auszuführen. Mutantenkiller. Den nehmen wir auch. Wieso kann ich das nicht? Keine Ahnung. So, aber ich hatte da noch einen anderen Lehrer, und zwar mit dieser Chemie und das alles. Das wollte ich auch mal erlernen. Ich weiß aber nicht mehr, zu wem ich da muss. Zu wem muss ich da? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Wer mir noch was beibringen kann. Ich glaube, da unten ist jemand, der mir noch was beibringen kann. Ich glaube, das sind immer diese grünen, blauen Punkte. Ich hoffe, es ist wichtig. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Schlösser knacken, nee. Doch, hat er. Chemie. Ermöglicht dir, chemische Substanzen und Tränke herzustellen. Juhu, endlich. Oh, das hat auch lange genug. Bitte mal mit der Ruhe. Bergbau, das interessiert mich jetzt nicht. Sockel einsetzen. Du kannst gesockelte Waffen an einer Werkbank mit magischen Stein aufrüsten. Hm.
Waffe aufrüsten. Ach, so habe ich schon. Man klaut nur zweimal. Klauen, Schloss knacken, Waffe aufrüsten. Habe ich schon. Goldschmied. Kannst an deiner Wirkung Ringe und Amulette herstellen. Ja, das ist ja total uninteressant. So, das nehme ich. Und jetzt gehe ich noch zu dieser anderen Perle da und gucke, dass ich bei ihr noch Feilschen rauskriege. Denn die brauche ich auf jeden Fall. Dieses Feilschen. Um diesen Trick mit dem Geld zu machen. Wenn ich den gemacht habe, wenn es funktioniert hat, dann werdet ihr das dann halt in den nächsten Folgen sehen. Ich weiß nicht, ob ich euch den zeigen werde. Ansonsten werde ich vielleicht das Video verlinken, in dem ich halt gesehen habe, wie es funktioniert. Glaub nicht, dass du von mir Rabatt auf meine Waren bekommst, nur weil du einer der unseren bist, klar? Bleib mal ruhig, ruhig. Ne, hab ich nicht. Bring mir etwas bei. Natürlich. Da, ich habe einen Lernpunkt. Ah, guck mal. Nicht schon 10 Attribute. Hochhaler. Falscher. Gut. Lass die Technik lieber stecken. Sei ruhig. Finger weg, ja. Habe ich erledigt, keine Ahnung, was end. Das mit der... Ich krieg das Vieh nicht kaputt. Weißt du, wie viele Sachen ich kaufen, wie viele Granaten ich kaufen müsste, ey. Dafür. Ich kann es versuchen, ne? Ja, viele Granaten kaufen. Sieh mal einer an. Mein Freund ist erwachsen geworden und hat sich einer Fraktion angeschlossen. Ja. Deine Wahl wäre zwar nicht meine Wahl gewesen, aber hey, wer bin ich, dich zu verurteilen? Es freut mich für dich, dass du deine Wahl getroffen hast. Da wir einiges zusammen durchgemacht haben, stehe ich dir gerne zur Verfügung, wenn du mich brauchst. Zeig mir deine Ware. Na gut. Jo. Erstmal kann ich was verkaufen. Elex-Trank kann ich nicht mehr gebrauchen. Ja. Das war's erstmal. So, gib mir Granaten. Zeig mir deine Ware. Na gut.
Zeig mir deine Ware. Na gut. Okay, er füllt die jetzt anscheinend doch nicht so schnell auf. Dann muss ich erstmal da hinten zu denen gehen. Gleich mal gucken, ob ich auch mein Schwert ein bisschen verbessern kann. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Zeig mir deine Ware. Aber zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Ach mein Gott. Trotzdem glaube ich, dass das nicht reichen wird. Aber natürlich. Aber natürlich. So. Einmal gucken, ob wir Schwert aufrüsten können. Wo war der Tisch? Wo war der Werkbankstisch? Hier, ne? Ja, hier. Okay, ja. Wieso geht das jetzt nicht? Okay. Ein großer grüner Stein. Jetzt vielleicht? Wieso kann ich das denn nicht in den Sockel setzen? Jetzt habe ich doch. Ah, dann darf ich es nicht mehr führen. Verstehe das gerade nicht. Fehlt noch was. Ja, ich weiß, dass da. Da fehlt noch was. Okay, es funktioniert nicht. Da kann ich jetzt Sockel einsetzen. Was hat mir das jetzt gebracht? Nix. Ach so, nee, warte, Werkbank. Trankebrauen, ne? Starker Elixtrank, kleiner Heiltrank, mächtiger Heiltrank, großer Heiltrank, Heiltrank.
Achso, da fehlt noch was. Ich muss erst kleine Heiltränke machen. Da fehlt noch was. Dafür brauche ich Wasserflasche. Okay. Was denn mit einem kleinen Mana-Trank? Großer Mana-Trank. Na. Ich sehe hier gar nicht einen kleinen. Da fehlt noch was. Also irgendwie komisch. Ich schick's nicht. Nasty, genau. Vorher abspeichern und dann versuchen. Obwohl ich immer noch nicht glaube, dass ich es schaffen werde, aber naja. Nicht die ganze Zeit. Wenn ich die ganze Zeit mit meinen Handgranaten ballere, könnte es was bringen. Könnte. Okay, Freundchen. Du hast hier nichts verloren. Die oh, jetzt leuchtet er sogar. Scheiße. Da ist er. Du. Ha, beweg deinen Arsch. Na, so wird das. Nasty ist tot, also bewusstlos. Ich darf nicht aufhören. Besiegt. Was ist denn hier alles? Wow. Er hat ganz schön vielen das Leben gekostet. Wir werden das nicht essen, das Fleisch. Das war ja ein Kinderspiel. Das nächste Mal will ich gefälligst einen würdigen Gegner. Spinti, die hat nichts getan. Ja.
Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit unseren Läufern sprechen. Machen sich in die Hose vor diesem altersschwachen Reptil. Alles okay? Ja, ja. Das war ziemlich leichtsinnig. Ach, komm schon. So ein bisschen Spaß. Das Vieh hätte dich genauso gut töten können. Tja, aber hat es nicht. Also hör auf, mir Vorschriften zu machen, klar? Kommt da noch mehr von dieser Art Aktion? Ich will endlich eine richtige Herausforderung. Nicht diese Opfer. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Du willst, dass ich für dich arbeite? Ernsthaft? Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst mir erstmal einen Job mit einer würdigen Herausforderung. Hab ich. Ich kämpfe gegen die Elixituren. Ist das Herausforderung genug? Das machen ja sogar die Kleriker. Trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommen, mich diesen Fanatikern ohne ein größeres Ziel anzuschließen. Komm wieder, wenn du einen konkreten Schlachtplan vorweisen kannst. Dann sprechen wir vielleicht noch einmal darüber. Der Judikator Ulbricht plant in Ignadon eine Großoffensive gegen die Alps. Ach ja? Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Er sucht einen Feldherrn, der einen Teil seiner Armee dabei anführen soll. Kennst du jemanden, der eine Kampftruppe anführen kann und sich für den Job freiwillig melden würde? Ach, soll Ignadon brennen, dann hätten wir endlich erreicht, was wir wollen. Okay, vergessen wir das. Hey, warte mal. Was genau hat dieser Mistkerl denn vor? Er will den Konverter in Ignadon angreifen. So viel ich weiß, ist das Ding besonders gut bewacht. Bis unter die Decke vollgestopft mit Kampftruppen und Maschinen der Alps. Hab ich auch gehört. Sind die Jungs da drüben echt schon so verzweifelt, dass sie einem Outlaw ihre Kampfmaschinen anvertrauen würden? Sieht ganz so aus. Wahnsinnige! Das gibt eine Materialschlacht! Die Stimme passt voll zu ihr. Du? Halt die Fresse, du Penner! Wer glaubst du, hat die Jungs hier angeführt, als wir uns diesen Stützpunkt hier unter den Nagel gerissen haben? Der Duke? Ha, nein, mein Junge. Ohne mich würde er immer noch in dem Loch verrotten, in dem wir früher gelebt haben. Da gibt es nur einen Haken. Ja, ja, ich kenne die Kleriker. Mir ist schon klar, dass sie keine Elex-verseuchte Schlampe an ihre Maschinen lassen würden. Ich verkaufe den Mist, den wir hier produzieren, aber ich nehme ihn nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? In Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und deinen Arsch will ich in meiner Truppe sehen, dass das schon mal klar ist. Ich mache mich sofort auf den Weg zum Hort. Also, lass mich nicht warten, das würde dir nicht bekommen. Die junge Dame flirtet mit uns. Andauernd. Ja, das war doch ziemlich positiv, würde ich sagen. Kaya ist schon wieder nicht da. Na, ich glaube, die dürfte jetzt sowieso nicht hier sein. Ich muss nach oben. Nasty, die Schwester des Dukes von Tavar, wird deine Armee anführen. Du meinst? Ja, sie ist rein und hat die Outlaws schon oft in so manche Schlacht geführt. Tja, wie ich es erwartet hatte. Eine schwere Prüfung für uns alle. Dieses Subjekt ist also unsere einzige Hoffnung. Ich reiß ihm gleich die... Entspann dich. Also gut. Dann sind wir gerüstet.
Sobald wir die Maschinen so weit vorbereitet haben, werden wir in die Schlacht ziehen. Nasty, du bleibst gleich hier. Wir haben eine Menge vorzubereiten. Und dich erwarte ich auf dem Schlachtfeld vor den Mauern des Horts. Warum muss ich denn immer mitkämpfen? Oh, jetzt schon? Na, Kaya wäre da bestimmt nicht mitgekommen. Soll das ein Scherz sein? Das sind alle. So, nun ist es also soweit. Nun wird sich zeigen, wie gut unsere Vorbereitungen wirklich waren. Reinholds Trupp wird direkt zum Konverter vordringen und die Hauptarmee der Alps frontal angreifen. Nasty wird ihren Trupp durch die Stellungen der Alps zwischen uns und dem Konverter führen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wo meine Truppe am meisten gebraucht wird. Gehe ich mit Reinhold, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Jedoch hängt dann alles von Nasty ab. Die Alps dürfen den Hort nicht erreichen, sonst haben wir die Schlacht verloren, bevor sie richtig angefangen hat. Was denkst du? Boah. Kältewert entsprechend. Oh, Kältewert zu niedrig. Das Risiko, dass der oberste Diktator fällt, ist zu groß. Bleib hier und kämpfe mit uns zusammen. Nasty und ich schaffen das allein. Niemand kommt an uns vorbei und wird bis zum Hort vorzudringen, was? Kältewert effektiv muss unser Handeln bestimmen. Geh mit rein und beschäftige das Hauptherd, bis wir da sind. Ich mach das mal so. Das Risiko, dass der oberste Judikator fällt, ist zu groß. Bleib hier und kämpfe mit uns zusammen. In Ordnung. So sei es. Geh nun zu deinem Feldherrn. Die Schlacht beginnt, sobald Nasty das Zeichen gibt. Lasst uns nicht zaudern oder zurückweichen, Streiter von Ignadon. Für Kalan! Ja. Hoffen wir. Lagebericht. Was ist so geil, ne? Ich liebe sie. Die Stimme passt auch total zu ihr. Also zu ihrem Charakter. Oh no. Die ersten Maschinen nähern sich unserer Reichweite. Dann bringen wir es hinter uns. Angriff! Ich mach mit. Das Vieh ist gleich ein. Yahoo! Weiter, weiter. Nicht weiter? Was ist jetzt los? Auf was warten wir? War das schon alles? Ich hoffe, Sie haben noch mehr zu bieten als das hier. Ja, das hoffe ich auch. Wir müssen weiter. Bleib an meiner Seite, verstanden? Weiter vorrücken! Juhu! Das ist auch voll fun gerade. Oh Gott. Endlich wird's mal spannend. Haben wir noch alle unsere Leute hier? Jawohl. Ach, ihr seht so gut aus. Alles schön in Rot. Man könnte ja eigentlich denken, dass wenn man sich den Outlaws angeschlossen hätte, dass man dann eventuell auch eine Beziehung oder eine Romanze mit Nasty angefangen haben hätte können. Ich weiß jetzt nicht. Aber ich glaube, dem ist nicht so, weil ich habe im Internet halt nur gefunden, dass sie... im Internet nur gefunden, dass Kaya halt die einzige Romanze wohl wäre. Angriff! Whoa.
Verdammt nochmal, diese Mistkerle! Statusbericht. Mir geht's gut. Das habe ich nicht gefragt. Hm. Der Konverter ist nicht mehr weit entfernt. Lass uns angreifen. Okay, eine Etappe noch. Dann trete ich dir in den Arsch. Weiter! Na, Mädel. Guck mal, die werden mit so ich bin ganz aufgedreht. Ich hoffe, ich habe die richtige Entscheidung auch getroffen mit dem Kältewert. Das ist der Konverter? Bitte, ist das denn auch einer, zu dem ich hin muss? Kann ich jetzt noch nicht mal gucken. Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir sind nur 9 Personen, ne? Das ist euch klar, oder? Ach du Scheiße, wo kommt das Vieh denn her? Das Vieh ist gleich erledigt. Das ging sehr fix. Aber ich habe auch gerade gesehen, kurz als ich die Granaten in Hand genommen habe, diese Roboter, die wir hierbei haben, haben auch das Totenkopfzeichen für uns. Also das heißt, wir könnten die auch nicht... Das Vieh ist gleich erledigt. Okay, einen habe ich. Hallo. Kann ich die eigentlich plündern? Tatsache. Wir müssen... Ach, nasty. Jureks K-Card. Leute, wir mussten hier hin. Wie geil ist das denn bitte? Schon direkt erledigt. War's das jetzt? Geh und sieh nach, ob wir auch alle erwischt haben. Wenn nicht, dann erledige den Rest. Verstanden? Was? Ich halte hier die Stellung. Was soll ich tun? Oh, ich weiß nicht, ob wir alle erledigt haben. Es ist gerade ziemlich ruhig. Geht doch. Oh Gott. Warum muss ich jetzt den Rest erledigen? Fuck. Oh, Gott sei Dank hat er gespeichert vorher. Wieso muss ich den Rest erledigen? Warum alleine vor allen Dingen? Gefällt mir nicht. Das ist ein Teleport. Geht doch.
Nein! Das geht so nicht. Scheiße. Ich finde das nicht gut, dass ich alleine gehen muss. Ich hole mir jetzt hier irgendjemanden. Geh zu deinem Feldherr, Soldat. Ich sagte, geh und erledige den Rest. Die Schlacht ist gewonnen. Verdammt, ich bin gerade erst warm gelaufen. Verfluchtes Pack. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Hä? Was ist? Glotz mich nicht so an. Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammenkämpfen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du mir geben kannst, was ich brauche. Ich brauche aber Unterstützung im Kampf gegen meine Feinde. So, so. Deine Feinde, hä? Warum sollte ich dir dabei helfen? Kommt darauf an, was du willst. Elexit? Ruhm? Ehre? Ach, komm schon. Willst du mich verarschen? Du redest hier mit der Schwester des größten Halsabschneiders der Wüste. Das Einzige, was mir ein müdes Lächeln abbringen würde, wäre endlich mal ein würdiger Gegner. Wäre der Eispalast groß genug für dich? Hä? Ja klar. Du kämpfst gegen den Eispalast. Das ist doch ein Witz, oder? Ich hoffe. Warte mal. Du bist doch nicht etwa dieser Alpbastard, den sie in Edan abgeschossen haben. Ja, leck mich doch. Ich hab von dir gehört. Aber du kämpfst jetzt für die freien Menschen, so wie es aussieht. Wenn der Krieg vorbei ist, müssen wir alle auf demselben Planeten leben. Wir alle am Arsch. Die anderen interessieren mich einen Dreck. Ich sag dir was, Altbastard. Ich will dabei sein, wenn's knallt. Je lauter und dreckiger, umso besser. Und keine Lakaienjobs, dass das klar ist. Ich will die ganz große Scheiße, klar? Wenn du deinen Einsatz bekommst, dann direkt an meiner Seite. Okay. Ich bin dabei. Und glotz mir nicht ständig auf meinen Arsch, klar? Wenn wir nicht verrecken wollen, müssen wir uns wehren. Ja, scheiße auch. Was ist los? Warum zum Henker hast du dich gerade den erbärmlichen Waldmenschen angeschlossen? Hast du etwas anderes von mir erwartet? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, vermutlich nicht. Naja, Hauptsache du weißt, worauf du dich da eingelassen hast und kannst damit umgehen. Sag mir jetzt nicht, dass ich auch dich hätte kriegen können, Mädel. Dann raste ich aus, weil du gefällst mir tausendmal besser als Kaya. Die ist mir so, alles ist so schön und wir alle lieben in Frieden und Und sie ist mal so richtig Bad Girl, ey. Alles okay? Ja, ja. Zeig keine Gnade, sag ich dir. Ach. Deine Feinde haben auch keine schlaflosen Nächte wegen dir. Ach, geil. Mitkommen. Gut. Oh. Wir haben einen großen Schritt getan. Doch sind wir immer noch nicht am Ziel. Wir müssen den Konverter abschalten. Das geht aber nur, wenn wir hineinkommen. Geh und finde die richtige Keycard, mit der wir dieses Höllengerät öffnen können. Der Alp-Commander hier auf dem Schlachtfeld müsste sie bei sich tragen. Finde ihn und nimm ihm die Keycard ab. Hab ich. Ich habe die Keycard des Konverters. Dann geh und schalte das verdammte Ding ab. Ich halte hier die Stellung. Ich bin kein Techniker. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Verdammt. Dann geh zu den Separatisten. Sie müssten wissen, wie es geht. Etwas Besseres fällt mir gerade nicht ein. Und beeile dich damit, bevor die nächste Armee der Alps hier anrollt. Hm.
Wo sollen die sein? Jetzt muss ich doch irgendwie hier hin. Ach ja, die gute Nasty. Scheiße, ey. Boah, weh, wir können auch eine Beziehung zu der aufbauen. Ey, dann raste ich aus. Dann ist es definitiv soweit. Waren das eigentlich jetzt alle Gefährten, die wir sammeln können? Also Crowley, oder Crowley, diese, dieser Bot, den können wir ja noch kriegen. Da hatte ich ja gesagt, da müssen wir ja da diese Aufgabe erledigen für ihn. Aber die können wir wohl erst machen, wenn man Level 16 ist. Das stand zumindest so im Internet. Ich weiß, wir sind jetzt schon weit über 16. Ich habe es trotzdem noch nicht in Angriff genommen. Weil ich mich persönlich noch nicht stark genug gefühlt habe. Aber so langsam könnte man das bald in Angriff nehmen. Ich habe dann aber noch in ein paar YouTube-Videos, wo ich halt das mit diesem Trick halt, mit dem Geldtrick gesehen habe, auch gesehen, dass einige ein Alp dabei hatten. Was ich ganz komisch fand. Das heißt, das wäre vielleicht auch... ein Gefährte? Oh, fuck. Jawohl. Warten. Okay, Leute, ich muss eh Schluss machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.